Jo, und herzlich willkommen zum Tutorial zu Simotrans. Nachdem doch sich einige zusammengetan haben, jetzt auf dem Discord, das wirklich schöne Spiel hier zu spielen, und ich spiele das schon seit Jahren, und da im Multiplayer einige Fragen aufkamen, die ich jetzt nicht so ausführlich beantworten konnte im Multiplayer-Spiel, wie ich es gerne hätte, habe ich mir gedacht, nachdem auch der Hinweis von ein, zwei Spielern kam, dass es kein vernünftiges aktuelles Tutorial gibt, habe ich mir gesagt, komm, da kann man noch was machen, da gibt es auch was von Piep, aber egal, dann mache ich es halt selber. Und von daher gesehen, möchte ich euch nach und nach in, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen, man wird es sehen, aber in einigen, man kann das nicht in einer Folge erklären, wie dieses Spiel aufgebaut ist, wie es funktioniert, und das wirklich die Basics. Also man kann sich hier Stunden drin verlieren. In diesem Tutorial soll es um die reinen Basics gehen. Im winzigsten Detail müsst ihr euch schon dann selber drum kümmern, aber erstmal rein ins Spiel. Wenn ihr das Spiel irgendwo runtergeladen habt, Webseite, Steam, kommt ihr irgendwann auf diese Seite. Ich zeige euch das Ganze hier mit dem Pack 64 German. Mit den anderen Packs ist es im Prinzip genau dasselbe. Der Button ist vielleicht woanders. Es heißt vielleicht ein bisschen anders, aber in der Grundstruktur funktioniert es in jedem Pack genauso. So, gehen wir erstmal neues Spiel. Hier wird die Karte generiert, auf der ihr spielen wollt. Könnt ihr auch Zufallskarte machen oder hier selber irgendwelche Werte eingeben. Empfehlung meinerseits am Anfang erstmal mit einer kleinen Karte anzufangen, mit kleinen, mit ein paar wenigen Städten. Und auch die Verbindung mittlere Stadtgröße könnt ihr euch hin und her setzen. Das ist der Durchschnitt. Also es gibt kleine und große Städte. Zeige ich euch gleich auch. Verbindungsstraßenlänge ist so eine Sache für sich. Fabriken, Geschäfte, wie viel am Anfang auf der Map sein sollen, könnt ihr auch relativ gering lassen, denn die entstehen im Laufe der Zeit. Denn wenn ihr Waren von A nach B bringt, sei es Passagiere, sei es Post, sei es Güter, irgendwann wachsen die Städte, und je mehr, je größer die Städte wachsen, umso mehr Industrie entsteht auch auf der Map. Also die Map entwickelt sich mit der Zeit. Das Einzige, was nicht hinzukommt, was halt fix ist, sind die Touristenattraktionen. Kann man sich überlegen, der eine mehr, der andere weniger. Interessantester Punkt ist eigentlich mit Epochenabjahr. Lasse ich jetzt mal raus, damit man dann den Unterschied sieht. Anfängermodus erkläre ich auch später. Kann ich aber gar nicht so empfehlen, muss ich ehrlich sagen. Das ist wie, wenn ihr Poker spielt, aber mit Spielgeld und dann zu Echtgeld wechseln wollt. Nee, lasst es. Von daher gesehen, vergiss den Anfängermodus. Auch Einstellungen und Einstellungen Landschaft werde ich in späteren Folgen noch was sagen. Ich starte jetzt das ganze Spiel hier. Und man sieht hier, dass hier eine Stadt ist. Also hier ist eine relativ kleine Stadt, Ronsdorf. Hier ist eine größere Stadt. So. Aber das zeige ich euch dann noch auf der eigentlichen Tutorial-Map. Erstmal möchte ich euch zeigen, das sind, also ich gehe mal von vorne. Das sind alles eure Baumöglichkeiten. Also all das könnt ihr bauen. Und diese obere hier, hier schon steht Eisenbahn. Das sind alles Eisenbahnmöglichkeiten. Ihr habt dann noch S- und U-Bahn-Möglichkeiten. Ihr habt Magnetbahnbau. Wie gesagt, das kann in dem einen Pack drin sein, in dem anderen nicht oder anders benannt. Aber im Prinzip sind es immer ähnliche Funktionen. Ob da jetzt Bambusleitung draufsteht oder DSL, es bleibt die Internetleitung. So, Straßenbahnbau, Straßenbau. Also einige Dinge habt ihr immer standardmäßig drin, wie zum Beispiel Straßenbahnbau und Eisenbahnbau, Kanäle, Häfen, Werften, Flughafenbau. Und wenn ich jetzt mal das Ganze hier mal wegmache, damit es ein bisschen übersichtlicher ist und man nur die Straße zeige.
Es ist ein Wahnsinn, kann ich euch sagen. Ihr werdet euch in dieses Spiel so tief reinknien werden, wenn ihr das verstehen wollt. Und zwar, es gibt unbefestigte Piste für 25 km/h. Es gibt die Schotterstraße für 40 km/h. Es gibt die MIP-Pflasterstraße für 60 km/h. Die Pflasterstraße für 70 km/h. Die asphaltierte Straße für 100 km/h. Die Bundesstraße für 130 und die Betonbrücken, das sind dann schon Betonbrücken hier, genauso wie Tunnel. So, die kosten aber auch unterschiedlich. Also die ganze Benennung ist halt so: Es kommt erst der Name, dann die Baukosten und in Klammern der Unterhalt pro Monat. Das ist auch durchaus interessant. Und genauso wie die Brücken, die sind halt relativ teuer hier, 2000. Und dieses 2000 gilt pro Feld. Ich mache jetzt hier mal Gitternetze einblenden, damit ihr seht, also das ist ein Feld. Und dieses eine Feld kostet hier zum Beispiel mit der asphaltierten Straße 100 für 28 pro Monat Unterhalt. Und so weiter und so fort. Baue ich mal hier ein Depot. Und hier seht ihr, was ihr an Busmöglichkeiten habt. Auch hier wahnsinnig viele Unterschiede. Ich zeige mal den hier jetzt, den Renault TN4F. Der teilt einmalige Kosten und Betriebskosten pro Kilometer. Dann sieht man die Zuladung, Passagiere und die Höchstgeschwindigkeit. Und rechte Seite, wann der verfügbar ist, März 1931 bis Februar 1964. Dieser Wert ist interessant, wenn man mit Epochen spielt. Wie gesagt, ich habe jetzt in dem Modus bei Epochen ausgestellt. Wir haben hier den 7. Januar 1876. Da wäre dieses Fahrzeug noch nicht verfügbar. Mit Epochen sind diese Fahrzeuge dann verfügbar und verschwinden aber auch aus der Verfügbarkeit. Das ist halt ganz, ganz interessant. Und einige Sachen sind auch ganz interessant. Es gibt hier zu einigen Bussen, wie hier zum Beispiel die Kutsche. Bestes Beispiel eigentlich. Die fährt alleine nicht. Deswegen ist die hier auch rot gekennzeichnet. Also wie gesagt, kann man viel, viel ins Detail gehen, kommt später aber noch. Da braucht man dann halt hier Pferde. Zum Beispiel, ich nehme hier mal das Zweier Pferdegespann. Siehe da jetzt die Grünen. Jetzt sind die anderen hier wieder, ja, Renault ist jetzt rot, weil ich den nicht an Pferde spannen kann. Ist ja klar, ne? Aber die Kutsche, zack. Und jetzt ist beides grün und ich könnte ihn fahren lassen. Gehen wir mal auf die Schiene. Jetzt hier einfach mal wild eine Schiene rein und ein Depot, 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 Depot. Wo haben wir das Depot? Ist teilweise gleich überladen hier, dass man auch ich noch hier, da ist es. Da ist das Depot. Das muss immer an Depots müssen immer an Endpunkten einer Strecke sein. So, gehen wir mal ins Depot rein. Und hier kann ich sogar scrollen. Das sind nur die Passagierzüge. Also Waggons. Die Loks sind hier. Auch da kann ich scrollen. Die haben verschiedene Geschwindigkeiten, verschiedene Eigenschaften. Ich will euch, wie gesagt, bloß einen Überblick geben. Für die ganzen verschiedenen Materialien, die man hier transportieren kann. Einzelne Waggons von den Gütern. Auch da wahnsinnig viele Möglichkeiten. Was ich noch machen kann, euch zeigen, ist hier Flughafen Haga, genau, was es bei den Flugzeugen gibt. Hier gibt es Zeppeline zum Beispiel. Gibt es einen Airbus A380. Oder hier ein Postflieger für 180 Säcke Post. Also hier kann man ganz viel machen, aber auch Frachtflug ist möglich. Also von daher gesehen, ihr könnt euch hier ausleben, das ist einfach der Wahnsinn.
Aber ja, ich gehe mal jetzt, um das mit dem Epochen zu vergleichen, überlade Spiel. Das Eigentliche, was ich vorbereitet habe, blende ich immer die Gitternetzlinien aus, weil die verwirren einen doch. Man sieht die eh, wenn man so ein bisschen rauszoomt, ein bisschen länger das Spiel spielt, sieht man das Kreuz eh schon. So, und zwar Minimap. Dann gehen wir hier zu Paddington. Hier ist zum Beispiel nur ein Rathaus. Kann man auch anklicken und hier den Namen ändern. Und hier sieht man auch, wie viele Einwohner, 138. Ein Gebäude, Position, Arbeitslos, Obdachlos und verschiedene Einstellungen. Auch noch bestimmt ein einziges Video kann ich darüber machen. Von daher gesehen, gehen wir erstmal grob zu dem Punkt, den man so haben möchte. Und zwar, das ist die Minimap. Kann man auch rein und rauskommen mit dem Scrollrad oder hier mit den Pfeiltasten drumherum. Auch über die Minimap, da kann man einiges noch einstellen und Ansichtsmöglichkeiten machen. Kommt alles noch. Will ja wirklich jetzt erstmal das Grundsätzliche machen. So, dann kann man sich hier einen Spieler auswählen. Im Multiplayer ist das wichtiger als im Singleplayer. Im Singleplayer kann man auch 37 Spieler wählen. Aber ich möchte euch zeigen, wie das hier funktioniert. Und zwar klicke ich jetzt hier in einem freien Slot. Und hier sieht man Mensch, keine KI in Klammern. Facht-KI, Passagier-KI, wenn man auch im Einzelspieler mit Gegnern spielen will, dann kann man die auswählen. Oder Scripted-AI zum Beispiel. Kommt später noch die Erklärung zu all diesen Punkten. Ich wähle Mensch-KI, habe die jetzt aber noch nicht ausgewählt. Also man sieht mittig hier unten auch den Spieler, den man aktuell ist und das Geld, was man hat. Wenn ich jetzt hier anklicke, wird er erstellt. Er hat auch erstmal einen random Namen. Das ist einfach so. Da gibt es irgendwie einen Pool, Textdatei oder was das ist mit Namen. Und daraus wird eben einer random genommen. Und den klicke ich jetzt hier an und vergebe mir den neu. Den Namen. So, wer aufgepasst hat, sieht jetzt hier noch ein Passwort. Im Multiplayer schon recht wichtig, damit nicht irgendeiner in deine Firma reinklicken kann aus ja, Zufall, Pech, wie auch immer man es bezeichnen will, oder Absicht und dann deine Firma in den Ruin bringt, denn dann wird alles am Ende des Monats, was du gebaut hast, entfernt von der Map komplett knallhart. Und das wollen wir ja nicht. So, jetzt kann ich hier auf den Pfeil klicken und jetzt steht hier unten auch mittig Abrisos AG. Und wenn ich hier die Zeit laufen lasse, kommt auch die Einblendung da unten per Laufband. Hey, du bist jetzt der Spieler Prisos AG. So, das ist das eine. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben ja gerade die Möglichkeiten gesehen, oder die Ansicht besser gesagt, für die Epochen. Also ohne Epochen so rum gesagt. Jetzt zeige ich euch die mal mit Epochen. Gehen wir hier auf Auto, auf Straße also. Und ihr seht, hier gibt es schon ein paar mö weniger Möglichkeiten, die ich habe zum Einrichten, Einstellen einer Möglichkeit. Und da das Depot immer am Ende einer Verbindung sein muss, baue ich das hier mal hin. Jetzt seht ihr, habe ich hier nur diese Möglichkeiten. Das sind die Kutschen. Einmal Personenkutsche, einmal Postkutsche und ein Auto. Auch hier habe ich nur begrenzte Möglichkeiten. Ich nehme das Pferd und die Postkutsche an. Dann seht ihr, okay. Ich kann jetzt auch die Postkutsche wegnehmen. Das Auto ist rot, weil das nicht an die Pferde rangeht. Und tue das drauf. Und das kostet mich jetzt 210. Hat es mich im Einkauf gekostet. Und Unterhalt pro Kilometer 74. Und das Ganze kann 12 Passagiere transportieren. Eine Höchstgeschwindigkeit von 18 km/h. Alles wichtig. Kann null Post, null Güter transportieren.
Hier haben wir noch das Auto zum Vergleich, kann 45 Passagiere, aber kostet gleich fast 2000 Kauf und 3,65 pro Kilometer, kann dafür aber 45 Leute transportieren und 22 jetzt müssen wir dem natürlich auch noch sagen, hey, wo fährst du überhaupt lang? Und zwar geht das wie folgt. Es gibt hier Station, Bushaltestelle mit Wartehalle, nur eine Bushaltestelle und eine Bushaltestelle mit Wartehalle für 105 Passagiere und Post. Ich würde euch immer diesen empfehlen, weil hier bei den anderen ist kein Post dabei. Ihr habt hier aber immer in den Städten oder Betrieben überall Post dabei. Warum dann erst ohne Post bauen, um dann Post später hinzuzufügen? Baut gleich die Post hin. Wenn ihr das jetzt auswählt, habt ihr hier so ein Raster. Das ist quasi der Einzugsbereich von dieser Haltestelle. Also alle Gebäude, die in diesem Bereich sind, liefern ihre Personen oder Post zu dieser Haltestelle. Das Ganze klicke ich jetzt hier ran. Und das bekommt jetzt hier auch einen schönen Namen. Sandsbeck Rathaus H. Könnt ihr auch reinklicken und hier auch das H zum Beispiel wegnehmen und nur Sandsbeck Rathaus anklicken. Und dann habt ihr hier die Anzeige auch so dastehen. Jetzt der nächste Punkt. Verschiedene Einstellmöglichkeiten. Ihr habt hier den lila Bereich. Den könnt ihr abändern. Unter Spielerfarbe. Und hier könnt ihr zum Beispiel auswählen, ich sag mal gelb, rot, blau, wie es euch beliebt. Ich nehme gerne gelb, weil das ein bisschen heraussticht. Und dann rot für die Fahrzeuge mit. So, das ist das eine. Und jetzt wähle ich hier drüben Peitingen. Peitingen aus und baue hier genauso eine Haltestelle. So, jetzt ist der Punkt, ich habe hier im Depot ein Fahrzeug. Sind Pferde gespannt und hat keinen Fahrplan. Jetzt ist das hier alles ein bisschen fipsig klein, aber ich kann hier keinen Fahrplan oder neue Linie erstellen. Ich kann jetzt hier auf Fahrplan gehen und sagen, hier, der soll bitte schön dahin von Sonsbeck nach Peitingen. Wenn man hier mehrere Haltestationen macht, dann fährt er von der letzten Station, von der untersten, wieder zur obersten. Ohne Probleme. Macht er. Also das ist dann wie für den, wie so ein Kreisverkehr. Ihr macht das jetzt, aber es gibt einen großen Unterschied und der ist die nächste Empfehlung, die ich am Anfang gebe. Ihr gebt das hierüber nur für dieses Fahrzeug ein. Das ist schlecht. Denn höchstwahrscheinlich wird auf dieser Verbindung dann weitere Fahrzeuge fahren und ihr müsstet jedes Mal klicken. Macht das nicht. Deswegen nehme ich den auch mal weg. Jetzt steht hier auch eigener Fahrplan. Statt kein Fahrplan. Es gibt die Möglichkeit hier über Linienverwaltung, das ist so mittig neben den drei Blättern, ich sage mal so wie so ein Strichmännchen sieht es fast aus oder Spinne, wie auch immer man sieht. Und hier hat man alle und hier die verschiedenen Reiter. Hier ist zum Beispiel Straßenbahn, S- und U-Bahn, Zug, Magnetbahn oder auch Schiff müsste das sein, aber ich möchte hier Straße. So, und jetzt sage ich hier neue Linie, sage hier Sandsbeck Rathaus nach Peitingen. Oh, da habe ich ein bisschen daneben getippt, deswegen freier Wegpunkt. So, gehe hier rein. Jetzt hat er hier in Klammern 1 Linie. Natürlich eine blöde Benennung, sag ich mal, die nummeriert er einfach durch. Aber wenn man irgendwann 50, 100 oder mehr Linien hat, sieht man bei der Nummerierung nicht mehr durch. Deswegen, nächste Empfehlung, benennt die ordentlich.
Auch bei der Benennung gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich empfehle euch, die nur vernünftig für euch zu benennen. Ihr müsst nicht die Art machen, wie ich es mache. Da gibt es viele verschiedene Arten, das zu benennen. Ich habe meinen Stil eben so gefunden, dass ich jetzt sage, okay, was für Person? Also nehme ich F für Fahrgäste, weil P steht bei mir für Post und G für Güter. Das F für Fahrgäste, dann Leerzeichen und dann kann man die Verbindung angeben, wohin was fährt. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man es machen kann. Ich nenne das einfach Peitingen, sonst Beck. Drücke Enter und ihr seht, jetzt steht hier F Peitingen Sandsbeck. Jetzt ist die so benannt. Jetzt steht hier auch keine Fahrzeuge zusammengestellt, Gewinn 0 Euro. Ist ja auch noch nichts weiter passiert. Ich mache hier mal das H weg. So. Dann aktualisiert er das hier genauso. So. Jetzt haben wir die Linie erstellt. Können hier wieder in unser Depot gehen. Also ich mache es nochmal neu. So, zack. Und jetzt kann man hier unten auswählen F-Sandspec. Und das hat den großen Vorteil, wenn man jetzt sagt, okay, die Kutsche ist ausgelastet. An den Haltestellen warten x Personen. Dann kann man hier sagen, okay, leg los. Nächste Kutsche fertig. Jetzt drücke ich hier mal Start. Lass die Zeit auch einen Moment laufen. Und dann sollte das ganze Ding hier loslaufen. Er hat die erstmal das generiert auch. Man sieht, die Kutsche verlässt das Depot. Und auch die Minimap hat sich geändert. Ich drücke mal wieder auf ganze Pause. Denn auf der Minimap sich was getan, so wie man es kennt von, ach, wie nennt sich es, U-Bahn-Plänen oder Straßenbahnplänen. Diese Linie versucht den kürzesten Weg zu finden, dass man sieht, okay, die Verbindung nach da steht. Also es wird hier nicht die Straße genommen, sondern schematisch das Ganze angezeigt. So, lala. Da haben wir das erstmal. Jetzt sieht man auch hier, ich habe wie gesagt Pause gedrückt, die Kutsche. Man kann die auch hier noch umbenennen. Also man kann jedes einzelne Fahrzeug umbenennen, wie man das möchte. Zum Beispiel erstes Person, erste, machen wir es so, erste Personen Kutsche. So, dann steht das auch da oben. Und was die momentan fährt, 15 km bei maximal 18 km, wie der Gewinn ist, wie das Gewicht ist, das bei sowas erstmal uninteressant, das wäre ja bei Zügen. Das Fahrziel, wie weit das davon entfernt noch ist, das ist auch manchmal relativ wichtig. Die bediente Linie und hier kann man direkt auf Fahrplan gehen und sich den angucken, welche Linie, auch zu den Punkten später dann noch mehr. So, hier sieht man auch die ja, Statistik, wie viele im Moment aktuell in der Kutsche sind. Natürlich 0 von 12 und ja, auch hier verschiedene Buttons. Hier hat man Fahrzeugdetails zum Beispiel. Nochmal alles im Detail leer erklärt. Also wirklich Wahnsinn. Ich lasse das jetzt mal kurz hier ein bisschen laufen. Und ihr seht, wie wahnsinnig langsam diese Kutsche ist. Aber ich hoffe, dass jetzt hier mal hier und da ein Persönchen dann schon mal wartet. Aber vielleicht auch nicht. Ja. Das ist es im Grunde. Im Grunde Linienverwaltung und Personenpost, also ich könnte jetzt dieselbe Linie nochmal für Post machen hier, aber das im nächsten Video. Genauso wie mit den Zügen, das ist auch mal ein komplettes Video wert.
Wenn ihr das jetzt so gebaut habt, ihr seht ja, ich habe statt 250, ich kann ja hier auch nochmal Spielerfarbe ändern, das Ganze in Rot und Gelb. Sieht man dann vielleicht ein bisschen besser. Ich glaube, ich habe es auch öfters so rum. Dann seht ihr, statt 250.000 hat uns jetzt das Ganze hier gekostet 241.000. Also haben wir noch von 250, also 9.000. Wenn ihr da einen genauen Überblick möchtet, gibt es hier den Button Finanzen. Auch hier, es gibt eine Jahresanzeige und Monatsanzeige. Und jetzt, wann ist man pleite? Da es auch eine kleine Diskussion bei uns gab, hier nochmal die Erklärung dazu. Das Gesamtvermögen ist wichtig. Ist das Gesamtvermögen im Minus am Ende zum Monatswechsel, ist man pleite und alles aufgelöst. Wie berechnet sich dies? Das ist relativ einfach. Fahrzeugwert oder besser gesagt Kontostand plus Fahrzeugwert. Dabei ist der Fahrzeugwert wie so ein Kredit zu sehen, zinsfrei. Also wenn ihr zum Beispiel, grob gesagt, Fahrzeugwert von 1000 habt, Kontostand von minus 500, dann habt ihr ein Gesamtvermögen von 500. Habt ihr einen Kontostand von 1000, Fahrzeugwert von 1000, habt ihr ein Gesamtvermögen von 2000. Habt ihr einen Kontostand von minus 2000 und Fahrzeugwert von 1000, dann habt ihr ein Gesamtvermögen von minus 1000. Und wenn das zum Ende des Monats ist, ist es pleite. So, das erstmal grob dazu. Also darauf müsst ihr achten, geht kein Weg dran vorbei. So, das also im Großen und Ganzen, wenn ihr es wirtschaftlich schwierig haben wollt, macht ein Pack 64. Das ist das Knifflige, was geht, was ich sehr gerne spiele. Und ich würde sagen, in den nächsten Folgen kommt dann Zug, wie man Züge baut, da gibt es auch einiges zu bedenken. Genauso zu den weiteren Einstellungsmöglichkeiten, die es gibt. Das erstmal grob, wirklich schnell und grober Einblick. Und selbst das hat schon eine halbe Stunde gedauert und man hat vielleicht das Spiel angekratzt. Wirklich angekratzt. In dem Sinne, bis denn dann, euer Prisos.